Im heutigen Video soll es einmal um die Shop-Betreiber gehen, denn der ganze NFT-Space wird nicht nur die Collector betreffen, also diejenigen, die NFTs kaufen wollen, und die Creators, also diejenigen, die NFTs produzieren wollen, sondern eben auch die, die Trading-Plattformen anbieten werden, beziehungsweise ganz generell NFTs vertreiben werden, wie sie das vielleicht früher auch mit physischen Produkten gemacht haben, über ihren klassischen Online-Shop. Und um die soll es heute mal gehen. Wie immer gilt, alles, was ich in diesem Video an Content produziert habe, habe ich in irgendeiner Weise vorher schon mal getwittert oder auf meinem Instagram-Account gepostet, deswegen mir gerne auch auf diesen Kanälen folgen. Ich habe so etwa 2008 oder 2009 meine ersten Online-Shops begonnen zu entwickeln. Damals noch wirklich alles handgecoded und pixel-perfect designed. Man musste wirklich alles noch selbst machen. Es war sehr, sehr kompliziert, prinzipiell einen Online-Shop live zu bringen oder ihn auch ja, für Kunden zu entwickeln, die dann ganz klassisch einfach ihre Produkte verkaufen können. Heute im Web 2 ist das deutlich einfacher. Es gibt Templates, Vorlagen, es gibt DIY-Plattformen. Der ganze Code wird quasi im Hintergrund schon vollautomatisch geschrieben. Und der Betreiber eines Online-Shops, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr selber auch schon mal einen Online-Shop entwickelt habt oder betreibt eben auch, der hat es mittlerweile zumindest deutlich einfacher als noch vor 10 Jahren. Und diese gleiche Entwicklung sehe ich auch im NFT-Space auf uns zukommen, beziehungsweise sie hat auch schon ein bisschen angefangen und der Anbieter Shopify, wie gesagt, diejenigen, die wahrscheinlich selber einen Online-Shop betreiben, haben auch von diesem Anbieter schon mal gehört. Der hat jetzt so ein bisschen einen First Mover gemacht und bietet so eine Art Beta-Phase oder Testphase, könnte man sagen, für NFTs an. Und dieses ganze Thema, das wollen wir uns jetzt mal angucken. Bevor ich euch jetzt gleich zeige, warum es so wichtig ist, einen Blick auf Shopify zu haben oder warum das so interessant ist, dass ausgerechnet Shopify jetzt auch NFTs anbietet, will ich noch kurz einen ganz schnellen Exkurs in die Vergangenheit machen für alle, die komplett neu im E-Commerce-Business sind oder aufgrund von NFTs zum Beispiel davon gehört haben, dass man NFTs vertreiben kann und das vielleicht über einen eigenen Online-Shop machen möchte. Ganz, ganz früher war es, wie gesagt, so, dass man wirklich alles komplett selbst coden musste. Es war ein unglaublicher Aufwand, einen Online-Shop prinzipiell live zu bringen. Ein bisschen später gab es dann sogenannte Open-Source-Content-Management-Systeme, ein CMS-System, mit dem man nicht nur eine Webseite mit Inhalten relativ einfach befüllen konnte. Es gab auch sogenannte Erweiterungen namens WooCommerce. Ich spreche schon in der Vergangenheit, das gibt es natürlich alles noch. Und mit diesen Erweiterungen konnte man quasi einen klassischen Online-Shop, eine klassische Webseite zu einem Online-Shop umbauen oder erweitern, wenn man so möchte. Und hier konnten dann Shop-Betreiber eben ihre Produkte verschicken. Es gab dann noch andere Anbieter, die dann weniger den Fokus auf die Webseite, sondern wirklich auf den gesamten Kosmos, also wirklich auch die Bestellabläufe, die Bezahlabläufe, Retourensysteme und so weiter eben gesetzt haben. Das waren dann Anbieter wie Shopware, die haben dann noch einen krasseren Fokus drauf gesetzt. Und last but not least, das war in meinen Augen so ein bisschen die, stand jetzt zumindest noch die letzte Evolutionsstufe, würde ich sagen, im Bereich E-Commerce bei den Online-Shops, waren dann Cloud-Anbieter wie Jimdo oder auch Wix. Die haben dann quasi wirklich alles komplett mitgebracht. Man hat sich einfach noch hier oben angemeldet eben und hat die komplette Cloud-Software, Software as a Service quasi bekommen und konnte dann damals sich mehr oder weniger voll auf seine Produktlinie, auf sein Brand vielleicht auch konzentrieren. Und wer gar nichts davon machen wollte, wer weder einen eigenen Shop entwickeln wollte, noch sich hier in der Cloud einkaufen wollte, um dort einen Shop aufzubauen, der ist natürlich zu Amazon gegangen. Amazon ist das gleiche, nur in ganz, 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 ganz groß. Dort konnten sich die Shop-Betreiber, wenn man so möchte, eben wirklich voll und ganz auf die Produkte konzentrieren. Das ging dann so weit eben, dass man die Produkte selbst gar nicht mehr physisch gesehen hat, sondern die irgendwo in der Lagerhalle eben liegen und man eigentlich nur noch das Ganze eben über die Amazon, ja Cloud kann man sagen, über den Shop-Login eben gemanagt hat. Das so ein bisschen der Blick in die Vergangenheit, wie E-Commerce ganz, ganz grob und ganz kurz zusammengefasst bisher funktioniert hat. Und ich gebe euch jetzt mal einen Ausblick, warum das so wichtig ist, dass wir jetzt auch einen Fokus auf zum Beispiel Shopify haben, denn Shopify ist ein super wichtiger Player im NFT-Space jetzt schon, beziehungsweise möchte es unbedingt werden. Denn der Anbieter Shopify ist so ein bisschen das Aushängeschild Nummer 1, wenn es darum geht, wirklich selber einen Shop zu entwickeln und gleichzeitig eben auch die ganze Bandbreite an Software mit dazu zu bekommen, die man braucht, um einfach erfolgreich Produkte online zu vertreiben. Fairerweise muss man sagen, oder das ist zumindest meine Einschätzung, wir entwickeln in unserer Agentur eigentlich fast alles nur mit Shopify. Es ist so ein bisschen die Erweiterung von Shopware, wie ich finde, Jimdo, Wix. Da ist in meinen Augen Shopify so ein bisschen eigentlich die geilste Lösung, die man haben kann, wenn man wirklich einen coolen oder einen guten, einen effizienten und gut funktionierenden Online-Shop mit einem guten Support und vor allem auch einen guten Checkout-Prozess aufbauen möchte, dann meiner Meinung nach kann man um Shopify nicht drumherum. Und als ich jetzt gelesen habe, dass Shopify mittlerweile auch NFTs verkauft, oder beziehungsweise nicht NFTs verkauft, sorry, sondern eben die Tokenisierung beziehungsweise NFTs an sich über eine Cloud-Lösung, was Shopify anbieten möchte, bin ich hellhörig geworden, denn das könnte wirklich ein absoluter Gamechanger werden. Und für alle, die bereits im E-Commerce-Business sind oder jetzt neu ins E-Commerce-Business kommen und in irgendeiner Form mit NFTs
ja, zu tun haben möchten. Ja, das kann natürlich auch physische Produkte sein, die ihr klassisch bis jetzt eh schon in eurem Online-Shop verkauft habt, um das jetzt erweitern möchtet, um NFTs eben. Der oder diejenige, diese Personen sollten jetzt auf jeden Fall einen Blick auf Shopify werfen, denn ich glaube, hier könnte sich eine Menge bewegen. Zugegebenermaßen ist die Informationslage noch ziemlich dünn. Alles, was wir finden, finden wir unter shopify.com/NFT. Aber gerade die dünne Informationslage macht es ja auch so interessant, weil wir hier noch die Chance haben, alle irgendwo auch ein First Mover in einem gewissen Space sein zu können. Jeder für sich, jeder in der Branche oder mit dem Brand, mit dem er eben arbeitet. Und ich würde das mal kurz mit euch durchgehen. Wie gesagt, die Informationslage ist noch relativ dünn. Ich muss auch viel reininterpretieren und kann das nur so ein bisschen verbinden mit den Informationen, die ich bisher eben aus dem NFT-Space habe. Aber ich finde, das, was hier aufgebaut wird oder kommuniziert wird, gibt irgendwo schon eine Richtung vor, wie ich finde. Und hier heißt es zum Beispiel Flexibility. Use NFTs to unlock access to your storefront collection or specific products. Und wir haben sowas auch schon im Kleinen, beziehungsweise so klein ist es eigentlich gar nicht, im NFT-Space gesehen, nämlich Adidas auf der Ethereum-Blockchain zusammen mit den Bored Apes. Hier kam man zum Beispiel an ganz spezielle Produkte beziehungsweise auch einen ganz speziellen Merch, eben nur wenn man auch schon ein NFT hatte. Das Ganze ist für alle, die drin sind im NFT-Space, mittlerweile einigermaßen verständlich, wie das abläuft, aber es ist weit weg davon, irgendwie massenkompatibel zu sein. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass Shopify mit der Erfahrung, die sie im E-Commerce haben, wirklich auch es schaffen, ein Surrounding oder eine Software-as-a-Service zu schaffen, in der die Shop-Betreiber, das seid dann ihr, aber natürlich auch die eure Kunden, das kann auch jeder andere natürlich sein, der bei euch im Online-Shop einkaufen möchte, den Leuten quasi so ein Surrounding geboten wird, dass das Ganze einfach flüssig läuft, sicher läuft, vor allem eben auch, ich denke, da ist Shopify auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Und hier unten habe ich noch ein anderes Beispiel gefunden, das fand ich auch sehr gut, Get Exclusive Content, Let Loyal Brand Followers, ein Loyal Brand Follower, was für ein schwieriges Wort, sind, und auch da nämlich wieder die Bored Apes als Beispiel eben, ist quasi die Fanbase dahinter. Die waren loyal bis zum geht nicht mehr, bis wirklich das Bored Ape NFT auch durch die Decke gegangen ist. Use NFTs to unlock gated content product like artwork, album, ticket, physical merch and more. Das ist so ein bisschen wie gerade eben, man hat ein NFT und bekommt was ganz Spezielles, das man nur mit dem NFT eben hat. Der Unterschied, was ich hier interessant finde, eben, es muss nicht immer nur ein physisches Produkt sein. Es zeigt hier eigentlich schon ganz gut, dass man mit Hilfe von NFTs, wenn man denn die Surroundings dafür hat, wie gesagt, und ich hoffe, dass Shopify das mit dem Wissen, das sie haben, eben auch entwickeln wird, dass man hier auch viele, viele andere Dinge eben online mit Hilfe von NFTs vertreiben kann. Tickets, Physical Merch, Albums, Artwork und so weiter. Ich glaube, auch das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Da geht noch eine Menge. Aber grundsätzlich finde ich es spannend, dass Shopify hier quasi das für sich entdeckt hat. Und im Grunde, the sky is the limit. Man kann hier wirklich absolut kreativ sein. Es lässt sich unglaublich viel digitaler Wert online vertreiben im E-Commerce. Prinzipiell ist die Informationslage noch ein bisschen dünn. Wie ich auch schon sagte, wir sind noch ganz am Anfang des NFT-Space. Wenn ich hier ein bisschen weiter runterscrolle, dann haben wir hier noch so ein paar Zahlen, die Spotify da rausholt, quasi für sich selber auch schon Shopify für sich herausholt. Und Spotify hat übrigens auch ein NFT bereits rausgebracht, beziehungsweise eine NFT-Testphase gestartet. Das seht ihr jetzt in der Infobox, wenn ich mich schon versprochen habe. Shopify allerdings hat jetzt hier zum Beispiel in diesem Bereich auch nochmal aufgelistet, wie viel Umsatz damit gemacht wird, beziehungsweise wie groß Shopify selber das Trading-Volume im NFT-Space einschätzt eben. Die Zahlen, kann man so stehen lassen, ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, wenn ich ehrlich bin. Interessant ist einfach nur, dass so ein Riesenplayer wie Shopify das für sich erkannt hat. Und was wir hier noch noch haben, ist Learn how to get started. Hier will ich nur ganz kurz reingucken. Hier kommt jetzt so ein bisschen der technische Aspekt eben. Aber eine Sache will ich euch noch mit auf den Weg geben, denn darüber habe ich auch schon Videos gemacht. Hier werden die Partner von Shopify genannt und hier melde ich eine Sache, nämlich die Minting-Apps von, wo haben wir sie hier, von Giglabs und Items auf der Flow-Blockchain beziehungsweise auch Dropmint auf Solana. Das sind alles NFT-Blockchains, die ich alle schon mal in meinen Videos auch gefeatured habe. Deswegen, wenn euch der komplette Bereich E-Commerce mit Shopify interessiert oder NFTs im E-Commerce-Bereich, dann auf jeden Fall diesen Channel abonnieren, denn die ganze Information sammle ich hier und ich werde definitiv einen sehr, sehr großen Fokus hier auf Shopify haben, denn ich bin der Meinung, wie gesagt, das könnte wirklich ein großer Gamechanger werden. Und abschließend noch ein kleiner Blick oder Exkurs auch in die Zukunft für alle, die so ein bisschen im NFT-Space grundsätzlich drin sind und wissen, was man mit NFTs anfangen kann, beziehungsweise welchen Value man rausholen kann. Die wissen auch, dass OpenSea aktuell natürlich noch so ein bisschen die Trading-Plattform Nummer 1 für NFTs ist, gefolgt von Magic Eden auf Solana-Basis.
Und auch Amazon wird sich das langfristig nicht entgehen lassen. Das heißt also, aktuell haben wir so den Umstand, dass OpenSea und Magic Eden so ein bisschen das neue Amazon werden könnten im NFT-Space. Aber wie gesagt, ich glaube, auch Amazon wird sich das Ganze nicht entgehen lassen. Und wenn ihr selber Shopbetreiber seid und von all diesen Anbietern ja schon mal gehört habt, sicherlich natürlich auch von Amazon, dann ist das für euch so ein bisschen der Weckruf oder der, ja, die Frage: Worauf setze ich, wenn ich meine NFTs in Zukunft auch online vertreiben möchte? Und dieser Frage werden wir definitiv noch öfters nachgehen. Das heißt, alles, was im E-Commerce-Bereich, im NFT-Space irgendwie live ist oder interessant ist, wird auf jeden Fall auf diesem Channel gefeatured. Deswegen unbedingt diesen Channel abonnieren. Und wie immer gilt, alles, was ich in diesem Video an Content produziert habe, habe ich in irgendeiner Weise vorher schon mal getwittert oder auf meinem Instagram-Account gepostet. Deswegen mir gerne auch auf diesen Kanälen folgen.